Glück auf, Ruhrpott-Outdoor hier und heute wieder mit einer neuen Folge Zeig dein Zeug. Ich habe richtig Bock auf eure Einsendungen. Ich habe wieder eine Menge Zeug, was ich von euch zugeschickt bekommen habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, wieder anzuschauen, wie ich euer EDC, euer Everyday Carry kommentiere, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Und da sind wir wieder zurück. Es ist wieder soweit. Zeig dein Zeug. Eine neue Folge. Eine Menge Einsendungen, wie immer. Ich habe noch die ganze Festplatte voll mit Kram von euch. Richtig coole Sachen dabei. Auch teilweise echt grenzwertige Einsendungen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, bitte keine Musik unter die Videos legen. Egal wie leise und wie sehr das im Hintergrund ist, diese Sachen werden, sobald ich keine Lizenz dafür besitze, werden die gesperrt oder aber demonetarisiert. Beides möchte ich natürlich nicht, weil dann wäre der ganze Kram, den ich hier mache, halt eigentlich für die Katz. Also, schickt mir doch bitte eure Einsendung, euer EDC, wenn ihr Bock habt, an die hier eingeblendete E-Mail-Adresse als Download-Link über Google Drive, nicht passwortgeschützt. Und dann gucke ich mir das gerne an und vielleicht seid ihr in einer der nächsten Folgen Zeig dein Zeug mit dabei. Heute ist dabei jemand, ich setze mir mal eben meine Kopfhörer auf. Heute machen wir das nämlich so richtig oldschool hier. Ich habe hier eine Einsendung vom guten Oliver und da will ich doch jetzt erstmal kurz schauen. Der Oliver hat mir nämlich hier so ein paar Sachen zukommen lassen. Und zwar erstmal in der E-Mail vom Oliver steht drin, Glück auf, hier bin ich jetzt aber richtig, MFG Olli. Ach ja, genau, hier bin ich jetzt richtig, war darauf bezogen, dass er halt tatsächlich keinen Download-Link geschickt hatte. Aber das haben wir ja hiermit jetzt schon geklärt. Also, ich mache mal das Bild hier auf Vollbild, dann könnt ihr das auch sehen. Ich bin hier oben, wunderbar, das sieht doch alles ganz gut aus. Sehe ich schon mal, Tasmanian Tiger Essential Pack mit dem Patch von der Knife aus Solingen. Den habe ich auch hier, da hinten hängt er. Ja. Und auch den Keep Calm and Use Your EDC, den habe ich auch hier irgendwo hängen. Wo habe ich den denn? Der muss doch auch hier irgendwo. Ach ja, da vorne ist er. Und habe ich den nicht sogar zweimal? Naja, egal. Also irgendwo wird er wahrscheinlich noch vorhanden sein. Also, dann schauen wir uns das mal an, was der gute Olli uns hier präsentiert. Los geht's. Moin und Glück auf. Gus, ich habe dir eine Ansage gemacht. Vielleicht erinnerst du dich. Jawohl, ich erinnere ich mich, gesagt, Olli. Ich bin dabei und hier bin ich. Das ist mein Rucksack. Tasmanian Tiger Essential Pack. Ich habe mir ein System vor 2-3 Jahren mal gebaut. Aha. Damit nicht alles in diesem Rucksack so rumfliegt und man das einfach mal in einen anderen Rucksack werfen kann. Ah, oh, okay. Und zwar habe ich eine Tidex-Platte genommen und habe sie beklebt mit Plüschklett. Ja. Das finde ich, Entschuldigung, dass ich jetzt schon unterbrechen muss, finde ich richtig cool. Ich muss dazu sagen, also Plüsch ist das natürlich nicht, ist natürlich Flausch, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde das richtig cool mit der Kydex-Platte. Ich sehe gerade da den Ulti-Clip, den finde ich sehr schön an der Scheide. Ist das ein Breezer? Könnte sein von der Form her. Finde ich richtig gut gemacht. Diese kleinen Tasmanian Tiger Taschen sind auch super praktisch. Die haben auf der Rückseite eine Klettfläche, die man abdecken kann, sodass man sie auch ganz normal in die Tasche stecken kann. Wenn man diesen Klettschutz abreißt, kann man die aber auch wie ein Patch halt aufkletten. Und das selbstgebastelte Flauschpendel hier, das finde ich richtig cool. Eine Kydex-Platte ist eine gute Idee, weil es ist natürlich super stabil. Und ja, es wiegt auch nicht so allzu viel. Feuchtes Toilettenpapier. Eine der besten Erfindungen der Menschheit nach Taxifahrern und da unten drunter Desinfektionstücher. Also ist auf jeden Fall ein Hygiene-Fan, das sieht man schon mal. Ich sehe da noch so Nasentropfen und sowas, Augentropfen. Berberil wahrscheinlich, war hier. Was haben wir denn da noch? Wir gucken es uns einfach mal weiter an. Okay, finde ich super, Olli. Ich sollte vielleicht auch das Bild umschalten, damit ihr auch seht, was der junge Mann hier erzählt, oder? Ja, zuerst nehmen wir mal die Feuchttücher hier weg, da brauchen wir nichts zu sagen. Auf längeren Reisen habe ich gerne mal ein größeres Fix dabei. Das ist das Brisa Trapper in L-Max. Oh, geil! Eine Kydex für gebaut. Mit Ulti-Clip dran, wenn man es dann mal in eine Tasche führen will und halt Klett draufgepackt. Sehr cool. Und in der großen Pouch hier. Desinfektionstücher, was zum Schärfen, Powerbank, Feuerzeug und was zu schreiben. Natürlich Ladekabel, ist logisch. Sehr gut. Dann in der Kleinen ein kleines Awabubu-Kit,
Hier sind Pflaster drin, was gegen Kopfschmerzen, Schmerzen und Antiallergikum. Oh, okay. Hier oben befindet sich ein Hero Clip. Kann man die Sache mal irgendwo hinhängen oder den Rucksack aufhängen. Und auf der Rückseite einen kleinen Organizer von Helicontex. Geil! Hier ist normalerweise mein Victorinox drin, warum auch immer das noch zur Seite an der Seite lag. Ein Benchmade Hook oder was ist das da drin? Victorinox Spirit, Tango Bar, eine Pry Bar aus POM, die ich selber gebastelt habe. T6, T8 für Messer und ein Fire Steel. Sehr schön. Dann am Mann habe ich immer meine Huawei GT1. Schon 2-3 Jahre im Besitz. Dann am Gürtel rechts hat Oh, Lion Steel. Sehr schön. Das Lion Steel Willy dabei. Sehr schön. In M390. Gefällt mir, der Griff gefällt mir. Wunderschönes Stück. Nicht gut in der Hand, trotz Größe. Mhm. Wie ich finde. Dann hatte ich in der Hosentasche die Nightcore EDC 27. Das ist ein ordentlicher Klotz. Und seit der Knife in einer schönen Pouch von das Daniel. Das Pike. DP Steel and Leather. Das J-Made Pike. Geil. S35VN. Als Wallet habe ich eins von Herschel. Aber da muss noch was Neues her von Daniel. Ruf mich an, Brudi. Und in einer Pouch von Böker. MKM. Das, ich sag's mal so frech, das Victorinox von MKM. In M390. Das ist wirklich frech. Naja, stimmt ja. Was habe ich auf der Knife gekauft? Beim Sven Kienast. Von Messerdepot. Alter, sehr schön. Das J-Made Combustion. Toll. Wunderschönes Stück. Ja. Ah, hört sich super an. Als Goodies habe ich bekommen Coins. Der letzte befindet sich hier. Die guten. Wunderbar. Einkaufschip mit dabei. Und der fungierte sogar als Einkaufschip. Den wollte meine Freundin mir schon klauen. Und dann gab es noch das von dem Herrn Jan Adler. Ah, geil. Das ist ganz cool, so für zwischendurch. Amazon-Pakete, zap, zap. Und dann durfte ich noch Mitchell und Goose unterstützen. Das war's. Schönen Tag noch. Ey, super. Auf jeden Fall. Sehr geil gemacht. Was ich richtig cool fand, war, dass du erstmal knackig und schnell da durchgegangen bist und da jetzt keinen großen Abriss gemacht hast. Man muss jetzt auch nicht jedes Ding rausholen und das eine Viertelstunde drehen und in die Kamera zeigen. Jeder weiß, wie ein Stift aussieht, jeder weiß, wie ein Pflaster aussieht oder ein Desinfektionsmittel aussieht. Das war richtig gut und knackig, schnell präsentiert, Oliver. Die Münzen, wo du das gerade erwähnt hast mit dem Einkaufschip, waren ja letztens noch bei der Eröffnung vom Marcel, vom RMC, vom Real Man Carry Store in Winterberg. Das Video kann ich euch gerne mal hier oben verlinken. Und da war ich auch mit meiner Frau, mit Malibu Stacy, und haben dort auch den Sven Kienast getroffen. Und sie hat ihm auch da diese Münze abgeschwatzt irgendwie. Ich besaß die schon und ach, hier ist sie ja auch direkt vor mir, sehe ich gerade. Und auch die anderen Münzen, die du gerade ins Bild gehalten hast, befinden sich hier natürlich direkt vor mir. Schönes Zeug auf jeden Fall. Beste Grüße gehen auch nochmal raus an Sven. Und Olli, natürlich vielen, vielen Dank dafür. Grüße an deine Katze im Hintergrund. Ich habe gehört, du bist ein Katzenmensch. Ich bin eher der Hundemensch. Anton liegt hier neben mir und war gerade nicht so erfreut von dem Miauen im Hintergrund. Irgendwie, er mag Katzen nicht so besonders. Hat er vielleicht von mir? Keine Ahnung. No hate. Ja, fand ich auf jeden Fall eine richtig coole Auswahl. Schönes Zeug dabei, kann ich gar nicht anders sagen. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten weiter. Ich möchte aber noch mal kurz darauf hinweisen, wie gesagt, wenn ihr selber auch was einsenden wollt, eure Beiträge, euer EDC hier zeigen wollt, jeder hat ja vielleicht so ein Täschchen mittlerweile, so eine Pouch oder so, finde ich total interessant, was ihr da so drin habt, was ihr so mit euch rumschleppt, denn da gibt es ja immer eine Menge zu sehen, eine Menge Zeug. Und ja,
gibt da die verschiedensten Ausführungen von. Ich bin gespannt auf alles, ob das jetzt in einem Rucksack ist mit einer selbstgebauten Kydex-Platte oder in irgendwelchen Pouches oder lose in den Taschen, finde ich einfach super interessant. Und tatsächlich hole ich mir auch immer wieder Anregungen von den Videos, die mir eingesandt werden und klaue mir hier und da mal so kleine Tipps und Tricks raus, um mein eigenes EDC anzupassen und zu verbessern. Im Moment bin ich wieder ziemlich heavy unterwegs. Ich bin heute mit einer Bauchtasche durch die Gegend gelaufen, die hat mich vorne rübergezogen, so schwer war die. Ich habe aber einfach auch Bock auf Gear und schlepp jedes Mal so viel mit. Was ich in letzter Zeit allerdings immer und immer wieder mit dabei habe, das ist tatsächlich das AK1 von Alex Krämer, Alex Krämer Design, vertrieben von Böker, rausgebracht von Daily Knives, aka Daily Customs. Beste Grüße hier auch nochmal an dieser Stelle. Das ist wirklich ein Evergreen, den ich immer wieder mit mir rumtrage, weil es einfach super klein, leicht ist und ja, es macht einfach Spaß, das Ding mit sich rumzuschleppen. Okay, wir gehen mal direkt zum nächsten weiter. Ich habe hier nämlich noch jemanden auf dem wortwörtlichen Zettel und da ist er. Das ist nämlich der Dean. Der Dean dürfte jedem, der von euch bei Instagram aktiv ist, auch ein Begriff sein. Dort nennt er sich de-ek-edc, also deek-edc. Und der Dean schreibt mir hier eine E-Mail, in der steht, Hallo Goose, ein ereignisreiches Jahr ist vorbei, auf gute wie auch schlechte Weise. Ich bin jedoch ein positiver Mensch und deswegen soll es auch um positive Sachen gehen, nämlich die tolle Entwicklung meines EDCs. Es hat sich einiges getan in Sachen Anschaffung, Ergänzung und Verfeinerung der EDC-Rotation. Das habe ich zum Anlass genommen, dir erneut ein nicht ganz so effektreiches, aber vielleicht erneut unterhaltsames EDC 2.0 vorzustellen. Leider wieder etwas eskaliert und etwas länger geraten, aber unter 20 Minuten. Das ist vollkommen okay, weil ich weiß, dass du ultra hochwertiges Zeug zeigst und ich richtig Bock auf deine Sachen habe. Sieht man übrigens auch hier, ich habe dein Patch hier auf meiner Pouch. Vielen Dank nochmal dafür, den hast du mir auf der Knife überreicht. Da war ich, den hast du mir zugeschickt. Stimmt ja, genau. Und da war ich doch sehr erfreut. Vielen, vielen Dank dafür. Schönes Stück. Ist immer mit dabei. Okay, sollen wir loslegen? Wir gucken einfach mal, wo habe ich denn hier das Video von ihm? So, los geht's. Wow, das war laut. Hallo Goose. Hallo. Vor knapp einem Jahr habe ich dir ein Video zugeschickt, welches du auch veröffentlicht hast in einer Folge von Zeig dein Zeug. Yep. Ich glaube, es war Folge 16. Und das kam ganz gut an, glaube ich. Und da letztes Jahr einiges passiert ist, im privaten, wie auch in meinem persönlichen EDC-Bereich, habe ich mir gedacht, es ist Zeit für ein EDC 2.0-Video. Das bereite ich jetzt gerade vor. Und vielleicht gefällt auch dieses. Sieht doch schon ganz gut aus. Einmal ganz schnell vorweg, um dieses EDC soll es jetzt erstmal nicht gehen eigentlich. Aha. Das stellt nur symbolisch mein Hardcore-EDC dar. Es ist immer ein Hausverschlüssel dabei, in Form von einem von meinen beiden Keybars. Natürlich ist auch das Handy oft dabei. Irgendeine Art von Uhr, wenn ich nicht gerade vergesse, eine umzutun. Sehr schön. Das Travex als Karten-Etui mit sämtlichen Karten und auch ein bisschen Bargeld meistens. Die Raylight Pineapple Mini ist auch nach wie vor eine der häufigsten die Lampe, die ich am häufigsten mitschleppe, mittlerweile mit dem Timaskus-Cap und einem Timaskus-Switch mit einem gelassenen Tritiumstab. Ja, Tritiumstäbe sind recht viele auch dazu gekommen in diesem Jahr. Ja, und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, natürlich Autoschlüssel. Ganz wichtig ist immer das Messer. In dem Fall ist es das Berti von Robert Eberle. Grüße gehen raus, falls du es siehst, Robert. Der hat mir dieses Teil gebaut, ist ein Custom mit Damastil und gefärbten Ahorn. Ein extrem schönes Teil, meiner Meinung nach, und klein handlich, passt eigentlich immer in eine Hosentasche. Deshalb ist das sehr als geil. Feststehendes Messer auch ziemlich häufig dabei. Seit einer gewissen Zeit habe ich auch wieder eine Pouch mit. Wenn mal die Taschen ausgehen, beziehungsweise mehr Krimpel mitgeschleppt werden muss, was man nicht in der Hosentasche verstauen kann, kommt dann in die Pouch, aber da gehe ich etwas später drauf ein. The end is near. Taschenlampenrotation. Bei den Lampen bin ich mittlerweile ziemlich auf Raylight eingeschossen. Wie gesagt, die Pineapple Mini
war so mit als Erste da. Im Anschluss daran, eigentlich war es eine kleine Fehlbestellung, kam dann die Raylight LAN. Auch hier sind wieder einige Tritiumstäbe verbaut. Ja, hier in dem Licht sieht man das natürlich nicht immer ganz so gut. Ach cool. Ist halt eine Spielerei, aber ich habe da Spaß dran und ja, da kam halt einiges im letzten Jahr dazu. Sehr coole Lampe auf jeden Fall. Die reguläre Pineapple. Pineapple. Habe ich mir angeschafft. Ja, mir gefällt einfach das Finish und die ganze Haptik von den Raylight-Lampen sehr gut. Und auch die musste ich dann irgendwann mal mir zulegen. Auch hier wieder in dem Schalter ein Tritiumstab. Da strahlt die ganze Hütte. Als Lampen-Highlight von Raylight kam halt noch die Dawn Triple. Auch hier sind ja einige Tritiumstäbe verbaut. Schalter sind es 2 Stück vorne, sind es 12. Und hier könnte man auch noch die Lampe aufschrauben, einen kleinen Akku rausnehmen, baut dann das Zwischenstück hier an mit dem großen 18650 Akku und hat eine etwas größere Lampe zur Verfügung. Ja, das ist schon ordentlich, das Teil, ne? Ein schöner Kracher. Schön gemacht, das Video, Dean. Was mir ebenfalls mittlerweile Spaß macht, sind dann so Kleinigkeiten, so Gadgets, wie hier von Anzor of Denmark, die Mini Bar nennt die sich, ein Kapselheber und eine kleine Prybar mit einem Timascus Inlay und auch wieder hier ein selbstgemachten Lanyard mit, wie soll es anders sein, Tritiumstäben drin. Also ein kleines Gadget. Kleines Gadget ist gut. Könnte bekannt sein. Ah, auch der Worrystone. Gab es bei der Altona Silberwerkstatt, beziehungsweise mittlerweile heißt die Knife Lounge. Ist modular aufgebaut, sprich man kann immer den Grundkörper und kann dann die Platten und die Rahmen individuell anpassen, sofern sie dann lagermäßig da sind. In dem Fall grüner Mikata und Messing Inlay. Auch hier wieder ein Lanyard selber dran gebastelt. Auch der Bead ist oder war mal eine Gasdüse. Die habe ich mir selber zurecht gefiedelt. Ja, ein kleines Gimmick und eben auch praktisch. Sehr cool. Meine Uhrenalternativen, wo du letztes Mal so ein bisschen ernüchternd geguckt hast, ist immer noch die ProTec, eine Casio und die Apple Watch. Und ja, kleine Gimmick-Uhren sind auch 2 kleine Casios, so Vintage-Optik. Hier Kunststoff, ich glaube, die hat nicht mal 20 Euro gekostet. Die war ein bisschen teurer, aber auch nicht der Rede wert. Das ist das gleiche Modell, halt nur mit einem Edelstahlarmband. Komischerweise werde ich auf diese Uhr mit am meisten angesprochen. Ja, so ist das bei schönen Uhren. Eines ersten Videos, was ich hier eingesendet habe, war aber gerade was in Arbeit, beziehungsweise mein Sparprogramm dafür aktiviert. Aber da komme ich auch gleich später zu. Kommen wir nun zu meiner Lieblingsrubrik auch immer in deinen Videos. Natürlich ein Messer. Nach wie vor ist Lion Steel Thrill, hier ein kompletter Titanium-Variante. Sehr geil. Mit am meisten bei mir in der Hosentasche zu finden, weil es Spaß macht. Hat aber mittlerweile auch ziemlich gute Konkurrenz gekriegt. Und die möchte ich jetzt einmal vorstellen. Das ist mit diesem versenkbaren Clip cool. Wow. Yes. Relativ neu ist das AK1 in der Reverse Tanto und Regrind Edition von Alex Kremer bzw. Daily Customs und Böker. Hier mit Mikata Griffschalen, Mikata Green. Auch wieder Lanyard selber dran gebastelt, um es besser aus der Scheide ziehen zu können. Sehr schön. Mit einem Griffin Combat Beat, Phoenix nennt sich das Ding. Ja. Ja, ist halt ein sehr schöner kleiner Stachel. Das Robert Eberle habe ich gerade schon gezeigt, das Custom.
mit dem Damastil Damaskus. Ist auch ziemlich häufig dabei. Ich weiß, dass du kein Böker-Freund bist. Allerdings hat mir dieses Haddock Pro von Böker recht gut gefallen, aufgrund der ziemlich massiven Bauweise. Das ist natürlich auch ein fetter Klopper, gefällt mir auch sehr gut. Ich muss aber auch dazu sagen, vielleicht mal ganz kurz, ich habe das ein paar Mal wirklich auch genauso erwähnt, dass ich Böker nicht mag oder damit nicht viel anfangen kann. Das ist eine Zeit lang wirklich so gewesen, dass ich so ein bisschen so schon die Nase gerümpft habe, wenn ich ein Messer von Böker gesehen habe oder mir das jemand als besonders gut andrehen oder verkaufen wollte, was auch immer. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Zeichen, wenn man Fehler zugeben kann. Ganz anders. Es war zu der Zeit kein Fehler. Weil ich glaube, Böker ist eine der wenigen Firmen, die den Absprung von dieser traditionellen Schiene sehr elegant hinbekommen haben. Eine Zeit lang hat Böker wirklich sich ausgeruht auf alten Designs und da kam nicht viel Neues, meiner Meinung nach. Die Materialien sind irgendwie stagniert. Die Designs, da braucht man überhaupt nicht mehr von zu sprechen. Das war damals wirklich jetzt nicht so der Kracher. Und alles in allem doch eher so, sag mal, kostengünstige Einsteigermesser in meinen Augen. Mittlerweile hat sich das aber komplett gedreht. Böker hat einen richtigen Satz nach vorne gemacht. Böker macht extrem viel im Bereich Social Media. Ich finde den YouTube-Kanal von Böker cool. Die Leute sind cool. Ich habe Leute auf der Knife kennengelernt, die wirklich super sympathisch, nett und offen zu mir waren. Und ich habe auch Bock, gerne was mit Böker zu machen. Wenn ihr das hier seht, lasst uns gerne mal schnacken, irgendwie was da an Möglichkeiten so machbar wäre. Ich würde gerne mal bei euch vorbeikommen und mir mal ein paar Sachen anschauen. Ich selber habe eine Böker-Sammlung angefangen. Tatsächlich, so weit ist es mittlerweile, dass ich mir die Kalaschnikows nach und nach alle zugelegt habe, weil ich ein großer Fan von diesen Automatikmessern bin und das Kalaschnikow von der Form her einfach mag. Die Farbvarianten finde ich einfach toll und ansonsten hat sich gerade auch durch Zusammenarbeit mit vielen anderen Designern und mit dem Mut, neue Dinge anzugehen, bei Böker eine neue Taktik und ein neuer Wind eingestellt, finde ich. Und das finde ich unheimlich schön, unterstützenswert und deswegen kann man das eigentlich getrost vergessen, das Zitat von Goose, dass er Böker nicht mag. Aber das wird mir wahrscheinlich auch noch lange nachhängen, weil ich das so deutlich damals gesagt habe. Das ist ein schönes Messer, kann man nichts anderes so sagen. Also. Ein Jens Anzo Design. Ist einfach ein schönes kleines Messer, 42A konform und ja, kleines relativ. Auf jeden Fall lässt sich das gut tragen und von der Optik her ganz schick. Dann konnte ich Ende des Jahres bei einem Drop von Daily Customs, wo es das, ich nenne es jetzt mal Raven 2022, limitiert gab, das Spartan als Grundversion mit DLC bestückten Titanschalen. Beste Grüße an Sam. Victorinox braucht man nichts sagen. Hier noch in Verbindung mit Daily Custom Beats in Ultim und Titan. Schön. Da dran. Und eins meiner Lieblingsmesser im letzten Jahr, einfach von der Optik und auch von der Haptik her, sind Bergblades Flipper mit M390 Klinge. Sehr schön, wirklich. Ja, und ist halt ein schönes kleines Ding. Also Stovepipe-Vibes. Ich glaube, 110 Stück wurden davon hergestellt, wurden in Umlauf gebracht vorerst. Oh, okay. Ja, und lässt sich halt richtig gut bedienen. Und ein schönes Messer. Ja, auf jeden Fall. Brigadier-Design. Ein kleines Ausweichmesser, wenn man mal unterwegs ist. Ist halt das Big Idea TPT Slide, auch in Titanium Ausführung, kann man diese Teppichmesserklingen einsetzen oder halt rausnehmen. Wenn man irgendwie mal unterwegs ist auf Reisen, kann man so ein Messer mitführen bzw. ohne Klinge mit im Handgepäck mitnehmen. Sind ein paar Tools noch dran. Ja. Hauptsache kein Flaschenöffner. Das ist halt echt praktisch. Na doch, ist ja einer dran. Oh. CB Elementum. Noch zwei Pfannmesser, so nenne ich sie mal. Ja,
sind halt witzig vom Design her. Manche Leute mögen sie, viele hassen sie. Hier ist das Civivi Elementum. Ich mag's. Ein Flipper, auch nichts Besonderes. Ich glaube, D2 Stahl als Klingen Variante. Und darunter das Böker. Ja, ist halt. Kalaschnikow. Ich finde es ganz witzig. Mini. Band. Und das Böker Kalaschnikow 74. Ja, dürfte auch bekannt sein. Ein Automatikmesser. Und auch eben von der Optik her ein witziges Teilchen. Cool. Recht frisch im Bunde, wo ich jetzt noch nicht ganz so viel sagen kann, außer dass die Dinger einfach richtig schön und wertig sind. Ja, Mann. In zwei Varianten des Kingpin von Notorious EDC, die Tom designt hat und von Reate hergestellt. Auch hier wieder M390 Klingenstahl, hier in der Voll-Titan-Variante, stonewashed. Und das gleiche Messer mit dem gleichen Stahl, Bolster auch Titanium, aber mit schwarzen Mikata-Griffstahl. Super. Das ist die zweite Variante. Mir gefielen eben beide sehr gut. Habe ich ja relativ tief in die Tasche gegriffen und habe ja zwei Varianten dafür von zugelegt. Ah, okay, sehr cool. Nun wollte ich noch darauf eingehen, was es mit der Pouch auf sich hat. Ja, da bin ich auch nach längerer Zeit der Abstinenz auch wieder auf eine Pouch gewechselt, die ich ja, im Rucksack für Arbeit dabei habe oder auf meinem Auto liegen habe. In dem Fall ist es eine All Good Pouch von Notorious EDC. Kommt auch aus den Staaten, kommt man nicht ganz so schnell dran. Werden nur bei bestimmten Drops verkauft. Ja, sind schnell weg. Ich konnte irgendwann mal eine ergattern. Glückwunsch. Das, was mir eigentlich ganz cool gefällt, wo ich auch nicht dachte, dass das so schnell eskaliert, sind halt die Möglichkeiten, verschiedene Patches auf der Pouch zu kletten. Kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ja, wie man sieht, sind hier auch so ein paar Dinger dabei. Ja, da kommen auch hin und wieder welche neu dazu. Das sind jetzt die, die gerade aktuell mir am besten gefallen. Geil. Ja, dann einige von diesen Patches oder Ranger Eyes heißen die kleineren Varianten davon, ja, immer mal auch eine Bedeutung haben, befindet sich hier drin mein Gorilla Knife. Auch das stelle ich jetzt einmal kurz vor. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal derart viel Geld für ein Messer ausgebe. Ah, ja. War aber schon immer ein Wunsch gewesen, einen Chris Reeve zu besitzen. Wunderbar. In dem Fall sollte es aber unbedingt auch eins sein mit Damastklinge. In dem Fall Leather Damast von Chad Nichols. Und die Mikata Griff Inlays. Sehr schön. Ja, und du weißt ja, hast ja selber auch welche im Besitz. Wer noch nie einen Chris Reeve in der Hand hatte, weiß halt nicht, was für tolle Messer das einfach sind. Die ganze Haptik ist echt genial. Ja, das stimmt. Hier die bereits vorhin erwähnte Raylight Mini Pineapple Smoothed, also ohne diese Pineapple-Muster. Rip-Option, auch mit dem neuen Tail, ebenfalls mit einem neuen Tail Switch. Geil. Und dem Timascus-Button auch wieder hier ein Tritiumstäbchen drin. Dann ein kleines Mini-Champ umgebaut mit Daily Custom Titan Scales in, ich glaube, Golf. Golfball-Optik nennt sie sich. Ja, kleine Messer kann man immer gebrauchen. Hier ist noch eine Mini-Pry-Bar. In dem Fall der F-Key von Nice Guy Machine Company. Kommt auch aus den Staaten. Wunderschön. Archie Ovenstein baut die in seinem Ein-Mann-Betrieb oder beziehungsweise seine Frau hilft noch bei den Versandgeschichten. Habe ich irgendwann mal entdeckt, wusste auch gar nicht, wer es ist, habe das mal durch Zufall dann entdeckt. Mittlerweile
habe ich festgestellt, der baut auch noch ein paar andere schöne Pry-Bars. Ja. Die sind gerade noch auf dem Postweg zu mir. Heute die Versandinfo. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, Zeit für Teil 3. Das ist auch ein nettes kleines Gimmick. Kommt auf Fotos auch immer ganz Big gut. Idea Design, Bolt Action. Dann der Big Idea Mini Action Bolt. Hier mit extra Timascus Clip. Den muss ich extra bestellen. Hier der kleine Knopf war schon vorher dabei gewesen. Jetzt auch nochmal in den Stonewash, in den passenden dazu. Ja, ein kleiner Kugelschreiber, der eben gut in diese Pouch passt. Klasse. Und hier natürlich auch noch ein kleines Highlight. Auch den gibt es nicht ganz so oft zu ergattern. Die Bierbomb. Ist ebenfalls von Notorious EDC, auch von Tom aus den Staaten, ist die Bierbomb The Big Popper, also die dickere Variante. Ja, ist aus Titan. Der Lanyard ist auch wieder selber gemacht mit einem China Bead da dran. Böse Zungen behaupten, man kann ihn auch für andere Sachen als zum Flaschenöffnen benutzen. Echt? Meine Priorität liegt definitiv aufs Flaschenöffnen oder eben als Gimmick und ja, macht sich auf Fotos einfach gut. Es ist ein witziges Kerlchen. Kultgegenstand einfach. Hat auch hier noch eine Möglichkeit, um Schrauben festzudrehen, ja, oder Pakete zu öffnen. Kleine Pry-Bar, wobei die ja schon fast wieder zu dick ist für irgendwelche Anwendungen. Ja. Ja, einfach ein lustiges Teil. Klassiker. Ja, das zu meiner Pouch. Super. Oho. Tatsächlich ist mein Video jetzt auch gleich zu Ende, was ich aber fast vergessen hätte zu erwähnen, um die ganzen Patches auch irgendwie zu archivieren, beziehungsweise die, die man gerade nicht nutzt, auch ja, gut verstauen zu können, habe ich mir diese Patchfläche angeschafft. Da sind dann halt ein paar Sachen drauf, die dann regelmäßig getauscht werden. Unter anderem ist der hier auch ganz wichtig, da ich mir den zugelegt habe, nachdem ich gegen Ende des Jahres mir meinen persönlichen Traum einer richtig schicken Uhr erfüllen konnte. Oha. Selber. Geschenke, die man sich selber macht, sind meistens die besten. In dem Fall trage ich sie gerade am Handgelenk. Omega. Eine Omega Seamaster. Planet Ocean. Jawohl. Und ja, habe schon immer davon geschwärmt und fand die halt richtig gut. Und ja, die ist jetzt mittlerweile in meinem Besitz. Ich hoffe, die bleibt mir lange erhalten. Und das so als kleines Highlight für den Uhrenfetischisten, der auf mechanische Uhren steht. Toll, ey. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende meines Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen oder erneut gefallen. Ja, hat es. Und war nicht zu langatmig. Mm-mm. Das eskaliert natürlich immer so ein bisschen, wenn man einmal anfängt, über sein Zeug zu quatschen. Deshalb jetzt noch ein Ciao, Ciao und man sieht sich. Wow, also wirklich richtig, richtig cool. Dean, vielen, vielen Dank dafür. Das ist der absolute Kracher. Was ist das denn? Da kommt ja noch was. Moment. Moment, was hat er denn hier gemacht? Alter. Home in Hatfield, davon habe ich auch ein paar. Ja, auch hinter mir gerade. Mega. Verrückter Typ, ey. Ach, sehr cool. Ja, wow, also
Das musste ich ja jetzt noch mal kurz hinten dran laufen lassen. Das war auf jeden Fall eine richtig coole Nummer. Ich musste die Musik leider muten, weil, wie gesagt, wenn ihr Musik in euer Video packt, dann kann ich das nicht ausstrahlen. Deswegen werde ich das natürlich mit einer eigenen Musik unterlegen, damit es nicht ganz so langweilig ist und man aber trotzdem mein Gesabbel noch im Hintergrund hört. Ja, vielen Dank erstmal an die Einsendung von Oliver und an die Einsendung von Dean. Das war eine richtig coole Nummer. Dean, ganz ehrlich, ein mega EDC. Also das Chris Reeves hat mich umgehauen mit dem Damas. Das finde ich richtig, richtig schick. Ansonsten diese Patch-Leidenschaft und deine Leidenschaft für Tritiumstäbe kann ich absolut nachvollziehen. Patches sind hier hinter mir, kann man jetzt nicht alles sehen, aber auch hunderte. Ich habe eine riesige Sammlung mittlerweile angelegt. Ranger Eyes sind auch eine Menge dazugekommen. Natürlich auch unsere eigenen Patches, wo ich gerade gesehen habe, dass du ja zwei von den AKAB-Patches auch mit dabei hast. Wer selber Bock hat, sich seine Patch-Sammlung ein bisschen zu erweitern, der kann ja gerne mal bei der von ihm auch vorhin erwähnten Knife Lounge, ehemalige Altona Silberwerkstatt, bei der Maxi und ihrem Team vorbeischauen. Ich blende das mal hier unten ein. Die vertreiben für uns auch unsere Patches. Da kriegt ihr die ganz neuen Sachen wie zum Beispiel Blutgruppe Mayonnaise, Birkenrinde brennt halt die Fresse, aber auch den AKAB-Patch und ähnliches. Den ganzen neuen Stuff und das gute Zeug halt. Vielen Dank für den Support erstmal. Ich habe ja auch noch so ein AKAB vor mir liegen. Das sind wirklich tolle Dinger. Ich liebe diese Patches. Und finden auch international echt ziemlich viel Beachtung und freut mich, dass sie so gut ankommen, die ganzen Sachen. Da kommt noch einiges auf euch zu. Ich lasse gerade neue Patches noch produzieren mit ein paar witzigen Ideen auch dabei. Und ja, wir werden sehen, wo uns das ganze Game so hinführt. Ansonsten, das war's wieder für heute. Zwei Leute heute nur, aber da der Beitrag von Dean ein bisschen länger war, möchte ich das Ganze nicht zu sehr ausdehnen. Es gibt aber in Kürze noch eine weitere Folge, die ich auch heute noch abdrehen werde, höchstwahrscheinlich. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch wieder mit tollen Sachen versorgt werden von Leuten, die mir Dinge eingeschickt haben, die ihr euch dann anguckt, nachdem ich sie mir angeschaut und bewertet habe. Ist ja keine Bewertung, ich gebe einfach nur meinen Senf dazu ab und freue mich halt über viel tolles Zeug, das ihr mir zeigt. Und ja, in einer der nächsten Folgen werde ich auch dann mein eigenes neu zusammengesetztes EDC nochmal auf den Tisch legen und da nochmal ein bisschen was zu erzählen. Werde euch vielleicht auch mal ein bisschen was hier zu dem Arbeitsplatz noch erzählen. Hier ist auch einiges passiert, ist eine neue Kamera noch mit dazugekommen. Und ja, ich danke erstmal fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, was euch vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Nicht, dass mich das auch nur im Ansatz interessieren würde, aber ist ja ganz schön für den Algorithmus. Also pfeffert gerne mal irgendwas in die Kommentare. Mir hat es wieder ultra viel Spaß gemacht. Wenn ihr selber was einsenden wollt, was ich mir anschauen und meinen Senf dazu abgeben soll, dann schickt mir an die hier unten eingeblendete E-Mail-Adresse doch mal euer Video im Querformat, ohne Musik, ohne Passwort, einen Download-Link per Google Drive. Bitte keine WeTransfer-Links, keine YouTube-Links oder ähnliches. Bitte nur Google Drive. Ist ganz simpel, kostenlos, bis zu 15 GB kann man sich da hochladen und dann kann ich mir das ganz simpel runterladen und mir dann hier anschauen. Okay, vielen Dank fürs Dabeisein, wie gesagt. Supportet uns ein bisschen, indem ihr auf den Daumen nach oben drückt. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Und ansonsten wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Glück auf bei Zeig dein Zeug, besser noch ein Messer oder was auch sonst so kommt. Also, bis dahin und tschüss.